So, Wille, Bastelzeit. Und heute, da haben wir mal zwei Reparaturen von Dingen, die schon mal hier auf dem Kanal waren. Und ja, die offensichtlich heutzutage nicht mehr so ganz funktionieren. Ich würde sagen, wir gehen dann direkt mal durch. Das erste ist der hier. Ja, das ist mein guter alter Buzzer. Kann man draufdrücken und sollte dann theoretisch Töne abspielen, aber... Das ist nicht ganz der Ton, den ich erwartet habe. Ja, war auseinandergenommen, um den Akku zu laden und seitdem geht es nicht mehr. Ich gehe davon an, ja, ich sehe da glaube ich schon etwas. Hier ist ein loses Käbelchen. Ich glaube, da müssen wir ein paar Dinge einfach nur wieder anlöten, mit der Hoffnung, dass es dann wieder geht. Also angeln wir uns erstmal hier unten unseren Akku und holen den da raus. Der übrigens sehr lange durchgehalten hat. Ich glaube so, die gute Frage. Ich glaube, den habe ich einmal geladen. Also jetzt dann zweimal. Ich müsste jetzt gucken, wann ich das Ding gebaut habe, aber dürfte auch schon ein bisschen weit her sein. Ein paar Jährchen. Also Akkulaufzeit auf jeden Fall top. Das ist jetzt ein Königreich für irgendwas aus Plastik, um das da rauszuhebeln. Wo ist mein Plastikspudger? Da haben wir ihn doch. Okay, so erstmal den hier raus, dann haben wir definitiv schon mal keinen Strom mehr auf der Schaltung, der uns in die Füße kommen kann. Zack, gut. Okay, so, das hier dürfte das Ladeboard sein. Von da aus geht ein... Sind die zusammen? Ja, müssten zusammen sein. Das heißt, wir haben zwei Minus. Eine geht hier runter zum ESP. Eins ist ab. Das könnte hier dran gewesen sein. Hier haben wir zwei Stück, die nach oben gehen, die nicht isoliert sind. Da ist anscheinend mal das Isolierband abhanden gekommen. Und was haben wir hier unten noch? Wir haben das Soundmodul. Ja. Also ich bin mir sehr sicher, dass das gelbe Kabel zumindest nicht lose sein sollte. Was ist denn das hier? Das gelbe Kabel ist der vierte. Ja, sind die auch irgendwo beschriftet? Hier. TX. Ja, okay, TX bräuchten wir eventuell. Wobei, brauchen wir TX? Ja, eventuell. Machen wir erstmal hier den Kleber weg. Der wiederum hat ganz gut gehalten. Er klebt noch, also das sieht schon ganz gut aus. Normalerweise kenne ich es so, dass die mit der Zeit ihre Klebkraft verlieren. Interessant. Ah, doch, da bei RX, da fehlt was. Okay, das wäre schon mal ein Kabel. Aber das andere hier, das stört mich so ein bisschen. Wo könnte das denn hingegangen sein? Wobei, wir haben nur einen Plus, der weggeht. Ha. Und was ist hier der blaue? Der blaue ist ein Digital. Der grüne geht... Was ist das hier denn noch? Achso, wir haben noch einen Step-Down hier unten. Okay. Der gelbe geht dann hier hin, das ist V-In. Okay, und der blaue hier geht auf Ground. Gut, soweit so gut. Aber ich bin mir immer noch... recht sicher, dass hier der wahrscheinlich auch einen Ground haben sollte, oder? Wobei, eigentlich braucht er den nicht. Weil er kann ja Ground über den hier nehmen. Nee. Hier muss ein Ground, glaube ich, gewesen sein. Das war ein Vorgänger von meinem Board, wo ich RTC dann am Schluss mitgemacht habe. So, gucken wir mal. Ja, ne? Irgendwie gibt das bestimmt Sinn. Pardon, macht Sinn. Einfach nur um Leute zu triggern oder wie war das? Okay, ich glaube, ich muss mir doch mal den Schaltplan holen. Aber hier ist etwas, da könnte ein Minus gewesen sein. Okay, ich guck mal, ob ich in dem Video damals irgendwelche Schaltpläne mitgepostet habe. Oh, hier unten, da haben wir sogar ein bisschen Kleber. Das ist dann bestimmt von hier den, wo was fehlt. Nehmen wir einen zweiten. Ja, mal gucken.
Okay, wir haben auf jeden Fall einen zum Looten und einen zum Suchen. Ich guck mal, wie gesagt, nach den Zeugs. Okay, ich habe jetzt nochmal nachgeguckt. Also hier auf dieses Board, was gelötet ist, wo auch immer es hin ist. Hier, da muss definitiv irgendwo ein Minus sein und ich sehe keins. Also das kann irgendwie nicht ganz stimmen. Nachdem wir das jetzt festgehalten haben, würde ich sagen, wir kümmern uns mal darum, die Kabel wieder dran zu kriegen. Also, irgendwo hatte ich einen Lötkolben. Nehmen wir doch den hier. Dann schauen wir mal, was wir so geregelt bekommen. Okay, dann schauen wir mal, ob das jetzt was gebracht hat. Ich mache es jetzt erstmal mit einem Labornetzteil. Einfach um sicher zu gehen, dass wir jetzt nicht doch irgendeinen Fehler da reingebaut haben. Also 4 Volt, ein paar Milliampere. Gucken wir erstmal, was passiert. Bekommen wir den magischen Rauch oder nicht? Sieht jetzt erstmal ganz gut aus. Mal gucken. Ja. Angeschlossen ist. Aber wenn ich hier an den Batteriehalter gehe, sehe ich erstmal keinen Strom. Drücken wir mal die Taste. Dann geht er hoch und piept rum. Okay. Erhöhen wir mal den Strom. Und? Okay. Braucht definitiv noch mehr Strom. Okay, hat funktioniert, er hat es abgespielt. Ich kann es jetzt hier nicht zeigen, weil eventuell Copyright und so. Okay, es kommen auch verschiedene Sounds. Er hatte jetzt gerade zweimal das gleiche gespielt, deswegen hatte ich da nochmal nachgeguckt. Aber das hier sieht alles gut aus. Das heißt, wir können wieder den Akku reinmachen. Wir können auch mal gerade gucken, ob der Akku voll ist. Nicht, dass der auch noch irgendwie tief ist. Theoretisch war er am Ladegerät, also zumindest mal an dem internen hier. Ich hätte vielleicht damals die Buchse hier nach außen legen sollen. Dann wäre das wahrscheinlich nicht so ein Problem mit abgehenden Kabeln. Aber was sagt das Ding? 4,157 Volt habe ich hier drauf stehen. Ich glaube, das können wir als voll bezeichnen. Also rein damit, alles wieder versenkt. Haben wir noch irgendwo was Metall, was raussteht? Nein. Das heißt, zack. Wahrscheinlich geht es jetzt noch nicht, oder? Okay, funktioniert. Ich hätte gedacht, man müsste jetzt erst nochmal Strom drauf geben, dass die Protection da mit einverstanden ist. Aber scheint, als ob alles sauber funktioniert hat. Dann versenken wir den Kram mal wieder hier. So, der war hier. Schön geklemmt, dass der Akku nicht auf Seite geht. Der Rest einfach hier oben drüber. Ja, das Ding steht eh statisch. Von daher ist alles nicht so schön. Heute würde ich es anders bauen, aber es hält, es funktioniert und es tut seinen Job. Und ja, der Kollege war böse, er hat böse Dinge draufgeklebt. Aber prinzipiell läuft wieder. Ach so, ich wollte eventuell noch ein paar Füße drunter machen. Dann könnte ich direkt mal gucken, ob ich noch so ein paar Gummifüße habe. Weil hier kommt halt der Ton raus und wenn es flach auf dem Tisch steht, nicht mehr ganz so laut. Aber prinzipiell tut es jetzt wieder, was es soll. Und ja, wie gesagt, ich habe aber noch was Zweites, ein zweites Projekt von damals, was ich reparieren möchte. Ja, ist gut. Okay, so, das kann wieder zurück an seinen angestammten Platz. Wo ist die andere Sache? Da! Und ich bin mir gar nicht 100% sicher, ob ich das groß mit einer Bitpastelei mal hatte. Und zwar der hier. Das hier, das ist ein, ich glaube, ein 120er Lüfter oder sowas. Mit etwas Elektronik oben drüber. Das Ganze ist ein Arduino. Ein Potentiometer, um dem Arduino ein Signal zu geben. Der Arduino selber generiert dann ein PWM, um die Geschwindigkeit vom Lüfter einzustellen. Dazu hatte ich auf jeden Fall mal ein Video. Und ja, was ich damals gemacht habe, ist ein USB dran zu machen. Irgendwo ist das andere Ende hier vom Kabel. Standard USB, 5 Volt. Und hier dahinter sind dann zwei Step-Up-Konverter, die das Ganze auf 12 Volt hochpushen.
Nicht schön, aber hat funktioniert. Zumindest mal mit Netzteilen und so, die genügend Strom liefern können. Das Ding hat mehrere Probleme. Das erste Problem, was wir haben, naja, das Gelbe hier sieht man, das reißt überall. Das ist ABS und das war schon damals beim Drucken komplett verzogen. Und ist jetzt hier auch teilweise ausgerissen. Mal gucken. Ich habe aber auch keine Lust, das neu zu drucken. Von daher hoffe ich einfach, dass das so noch ein bisschen hält mit ein bisschen Kleber dran. Slider-Poti, boah, tut seinen Job. Aber der Lüfter läuft nicht mehr. Und ich glaube nicht, dass es am Netzteil liegt. Das heißt, was machen wir denn? Wir könnten erstmal überhaupt das Ding einstecken, gucken, was er tut. Ich meine, die Antwort kenne ich. Es wird nicht viel sein, jedenfalls sofern das Ding nicht gerade noch eine Wunderheilung gemacht hat. Aber stecken wir mal ein. Ich habe hier ein Netzteil, was irgendwie so 2 Ampere oder so können müsste. Das sollte reichen, um zumindest mal ein bisschen zu zucken. Und, ach, da gibt es doch nicht. Beim letzten Mal hat er nicht funktioniert, als ich den eingesteckt hatte. Das ist jetzt toller Vorführeffekt. Irgendwo hier hatte ich auch eine Powerbank liegen. Probieren wir das mal. Auch die sollte genügend leisten können. So, Strom an und... Ah. Okay, die geht einfach in Overcurrent. Daher, das ist aber schlecht, denn bin mir relativ sicher, dass ich mit der Powerbank arbeiten möchte. Du kannst noch am Laptop probieren. Hier einen alten Laptop. Ja, damit funktioniert's. Nee. Seht ihr hier eventuell blinken und das Geräusch? Der stürzt immer wieder ab. Okay, Problem ist, denke ich, relativ klar. Das Ding hier braucht definitiv zu viel. Steht hier irgendwas drauf, wie viel Watt das Ding hat? 1,8 Ampere bei 12 Volt. Also ein bisschen mehr. Ja, die Idee mit den 5 Volt hochschieben auf 12 Volt... mäßig gut. Glücklicherweise gibt es aber ja eine andere Methode. Wir können heutzutage ja 12 Volt direkt zuführen durch USB-PD. Ich werde es, denke ich, mindestens mal als Option hier dran machen. Das Problem, was ich sehe, ich glaube, der Arduino wurde von den 5 Volt direkt gespeist, oder? Ja, da muss ich mir auf jeden Fall dann noch was ausdenken. Eventuell ein Step-Down dann doch noch mit rein. Naja, meine Idee war jedenfalls, so einen USB-Triggerboard, ich hatte es ja schon mal gezeigt, zu holen. Irgendwo hier liegt das sogar noch. Oh, hier mit dem Licht, das ist alles ein bisschen nervig. Ja, ich gucke gleich mal, wo es ist. Und das habe ich bereits modifiziert, dass das 12 Volt ausgibt in dem Video damals. Von daher dürften wir eigentlich da auf dem richtigen Weg sein. Und wenn ich dem Ding eine USB-C-Buchse verpasse, naja, dann kann ich halt mit jedem USB-C-Netzteil, was 12 Volt rausgeben kann, da auch dran gehen. Da ist er doch. Ich will wissen, wo du dran bist. Da, jetzt kann ich sehen. Wir werden definitiv grün an VCC mit einer Diode. Das heißt, im Prinzip könnte ich an RAW dran gehen. Hier ist ja ein kleiner Chip drauf. Meint er, der hält 12 Volt aus? Ich glaube, offiziell war es für 9 Volt gedacht, aber so viel braucht der Arduino ja nicht. Ich glaube, ich suche mir da gleich mal das Datenblatt raus, was der denn da so hat. Also hier kann man den nochmal sehen und eventuell kann man es erkennen, da oben in der Mitte zwischen den zwei Tantals, den gelben, da ist der Spannungsregler, der Originale. Und wenn das so wäre, dann könnte ich im Prinzip den 12 Volt hier einbauen, könnte dann die hier hinten einspeisen, auf der Seite. Damit wäre der Lüfter versorgt. Der Arduino hätte aber keinen. Ich könnte dann aber die 12 Volt auf den, mit einer Diode sinnvollerweise auf den RAW geben. Und mit Glück funktioniert das. Ja, ich glaube, das klingt nach einem Plan. Dann hole ich mir noch ein bisschen Kleber und gucke mal, ob ich hier das Gehäuse nochmal zusammengeklebt bekomme. Eventuell eine Unterlegscheibe hier für die Stelle, die ausgerissen ist. Ne, hier auf der Seite. Und ja, dann gucken wir einfach mal, ob das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Dann spielen wir eine Runde What Could Possibly Go Wrong und schmeißen mal die 12 Volt von der Powerbank drauf. Hm? Achtung. Und? Was meint er? Geht's in Flammen auf? Geht der Arduino in Flammen auf? Oh oh.
Wieso kam jetzt nichts? Da kam ein Overcurrent. Tatsächlich? Ehrlich? Overcurrent bei 12 Volt? Come on. Okay, 12 Volt mit dem Netzteil. Gucken wir mal, was der da draus sagt. Muss ich jetzt wirklich noch da einen Slow Start einbauen? Der braucht definitiv ein bisschen mehr. Aber im Start hat er über 1,5 Ampere gebraucht. Ich gehe mal davon aus, da sagt meine Powerbank dann nein. Und das selbst bei 12 Volt. Okay. Gehen wir jetzt in YOLO-Modus und klemmen sie nochmal an. In der Hoffnung, dass er kommt. Also theoretisch sollte die bis 5 Ampere ausgeben können. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob 5 Ampere für 12 Volt gilt oder ob es da auf 3 Volt limitiert war. Ampere. Aber es müsste eigentlich funktionieren. Das ist das, was mich wundert. Selbst mit 3 Ampere sollte das Ding starten. Ich kann es gleich nochmal mit meinem Netzteil probieren und auf 3 Ampere limitieren. Dann gucken, ob ich das Current Limit höre. Aber 12 Volt, 3 Ampere, das ist ein paar Watt, ne? Also für einen Lüfter ist das schon eine Ansage. 12 Volt mit einem Current Limit von 3 Ampere dann. Oder machen wir 2,5, um gnädig zu sein. 2,7 Ampere, 12 Volt, okay. Gehst du in Current Limit oder nicht? Okay, er ging doch tatsächlich dann noch ins Current Limit. Strom ist dran, Powerbank ist hier. Powerbank sagt okay. Powerbank sagt auch nicht mehr. Und wenn wir einstecken, geht's ja aus. Mit einem Blinken also. Ja, mag er nicht. Mag er definitiv nicht. Darf ich raten, wenn ich den Minus wieder abmache, funktioniert es wieder. Oder? Das ist die Frage, ob die Powerbank das überlebt hat. Ja, out. Out 12 Volt. Funktioniert. Das Einzige, was jetzt noch sein könnte, okay, ich habe noch eine Idee. Dieser Chip hier muss das ja erstmal aushandeln. Und bevor der aushandelt, könnte es sein, dass da nur 5 Volt ausgegeben wird und dass der dann wirklich versucht, auf 5 Volt da alles zu ziehen. Probieren wir jetzt mal nur dran zu halten, wenn 12 Volt schon aktiv ist. Ne, fängt auch an zu blinken. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Ne, jetzt nicht mehr. Aber ich habe da gerade gesehen, dass er tatsächlich rausgeflogen ist. So, 12 Volt ist aktiv, 0 Ampere. Ich versuche das mal hier so, dass man noch was sieht. Ich halte jetzt dran und... Na. Blinkt und geht aus. Ja, ich würde sagen, das war jetzt ein klarer Fall von You Win Some, You Lose Some. Die Soundbox ist auf jeden Fall repariert. Ich denke, damit werde ich keine Probleme mehr haben. Ich habe die Lötstellen wieder befestigt, habe da nochmal Kleber drüber gemacht und habe auch inzwischen den Teil mit dem Akkulader einfach ein bisschen an der Seite festgeklebt, dass man da nicht so dran rumreißen muss. Damit sollte, denke ich, das Thema erledigt sein. Der Lüfter, ja, anscheinend war der nie defekt. Er braucht einfach nur enorm viel Leistung. Ich habe mir jetzt mal markiert, mit welchem Netzteil das Ganze funktioniert, wo er also anläuft und ich dann das Ding regeln kann. Damit komme ich zumindest mal so weit, dass ich es benutzen kann. Was ich auf Dauer mache, mal schauen. Wir hatten ja gesehen, selbst bei 12 Volt braucht er so viel Ampere, dass er nicht anläuft. Bei 5 Volt natürlich noch deutlich mehr. Da muss ich mal überlegen, ob ich irgendwie den Lüfter überredet bekomme, mit weniger Strom anzulaufen. Das Problem bei dem ist halt, er läuft erstmal immer mit 100% an und erst später beherzigt er dann, was wir per PWM reingeben. Das heißt also niedrigere Geschwindigkeiten, die noch weniger Strom brauchen. Das heißt, dieses Anlaufen ist mein Problem. Mal gucken, vielleicht kann man da irgendwie schaltungstechnisch was machen, dass der mit einer geringeren Spannung erstmal anläuft, wo er dann hoffentlich weniger Strom braucht und wenn er auf einer gewissen Drehzahl ist, dann umschalten. Aber das muss ich mir mal angucken. Das ist dann mehr als hier mal nebenbei was zu machen. Erstmal packe ich mal einfach das Netzteil dabei und dann kann ich zumindest mich unterwegs ein bisschen abkühlen. Ist bei den Temperaturen jetzt vielleicht nicht die schlechteste Idee. So, ich packe den Kram hier mal zusammen.
Zwei Dinge hatte ich auf dem Tisch. Zwei Dinge funktionieren mehr oder weniger jetzt mal wieder. Und mit Glück tun sie dann auch die nächste Zeit, was sie sollen.